Tag, grüß Gott, Servus. Wir haben die Belagerung von Onas Hof beendet. Steht hier, die Belagerung ist zu Ende. Am besten teile ich dies als erstes Khaled mit. Ich sollte aber dann noch mit Lord André sprechen. Das werden wir tun. Aber zuerst machen wir mal hier die Trüchen auf. Nicht wahr? Ja, ich habe natürlich vorgetestet. Ja, also, es ist logisch. Beiden Truhen, die kann man doch wohl mal ruhig. Ja. Okay. Ist ja eh nichts Besonderes drin, als dass man jetzt hier warten müsste. So haben wir die. Da ist nicht zu holen. Okay. Dann gehen wir weiter draußen gucken. Habe ich da dich schon? Da ist nicht zu holen. Ja, werde ich schon haben. Ich dich schon? Ach, die Truhe habe ich noch nicht. Ach ja. Auch wieder nur Fische und Kram. Gut, speichern wir mal ab. Jipp. Mal gucken, wie dunkel es draußen ist. Ja, es dämmert schon. Und hier haben wir ja das alles schon erledigt gehabt. Weit voraus. Jetzt werden wir mal zum Khaled fetzen. Das werde ich mal im Schnellmodus machen, also überspringen. Ja, hier ist ja die ganze Söldnertruppe. Hier ist Khaled. Die Schlacht ist gewonnen. Die Schlacht ist gewonnen. Ja, das ist sie. Die Orks werden diesen Tag nicht so schnell vergessen. Gibt's noch was? Nein. Dann gehen wir mal zu Lord André. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Wie meine Gesichtszüge immer wieder aufs Neue entgleisen, wenn ich vergessen habe, umzuziehen. Die Belagerung ist zu Ende. Onas Hof ist frei. Ja, Innos war mit uns. Jetzt haben wir auch wieder die Hoffnung, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Ja. Aber ohne dich wären wir immer noch von den Orks belagert oder schon längst besiegt. Nimm daher dieses Gold von mir als Belohnung. Aua! Wo bin ich jetzt? Ich dachte, ich wäre jetzt weggedrückt worden. Ja, hi ho, hi ho. Warte noch. Bring dieses versiegelte Schreiben Lord Baltin. Sag ihm, dass wir ihm sehr dankbar sind, dass er uns einen hervorragenden Kämpfer gesandt hat. Innos möge ihn und seine tapfere Mannschaft auch weiterhin schützen. Gut. Gucken wir den Mond mal an. Ja, das sieht aus, als wäre es erfüllt. Warum haben wir es denn? Da ist es. Ich habe Lord André mitgeteilt, dass die Belagerung von Onas Farm beendet werden konnte. Khaled auch mitgeteilt. Jetzt soll ich, ja, genau, richtig. Ja, abspeichern. Es wäre jetzt, glaube ich, logisch, erstmal eine Runde zu schlafen und dann mit Dandolo die Orks. Oh, guck mal, die sind alle da. Die Orks in der Stadt zu metzeln. Das wäre wohl jetzt angebracht. Guck mal, jetzt sind sie alle wieder hier und arbeiten fleißig. Endlich kann wieder Essen fließen. Das ist cool. Das ist sehr gut. Balthasar. Sehr schön. Dann schlafe ich mal hier irgendwo. Hier gibt es kein Bett. Gucken wir mal hier rein. Ja. Ums Eck. Ja, es wird wieder ein Bubbelbett werden. So ein Waberbett. Da habe ich noch keine Antwort bekommen. Bis jetzt. So, sagen wir mal. Okay, müsste jetzt bis 8 Uhr gehen. Das kann ich immer nur. Ja, richtig. Kann ich immer nur schätzen. Regeneriert bin ich nicht. Sikop. Du bist ja eigentlich gut. Ne? Hey, du. Irgendwas in der Zwischenzeit irgendwas passiert? Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Nein, nichts, was du nicht... Okay. Du hast von der Schlacht nichts mitbekommen. Okay, gehen wir jetzt... Dandolo holen. Schauen wir mal. Nee, Baraninsel, nein. Wo haben wir es denn? Milizlager, Großbauer, da ist es. So, Dandolo.
habe mich für dich hübsch gemacht, damit du mich wieder nicht anpumpst. Pumpst. So, komm mit. Auf geht's. Jep, schön. Werden wir uns noch stärken. Und mal ganz smooth nach Corinnes latschen. Wenn was passiert, ich sag Bescheid. Hier wären wir, Dandolo. Aber ich habe ja noch diesen versiegelten Brief. Botschaft von Lord André, Bericht von Lord André. Soll ich den mal aufmachen? Ich habe ja vorher abgespeichert, zum Glück. Oh Gott. An Lord Baldwin, dank der Hilfe Eunos und eures von euch gesandten Seesoldaten. Roland gelang es uns, die Orks entscheiden zu schlagen. Corinnes wird daher schon bald völlig frei sein. Aus diesem Grund schlage ich vor, diesen tapferen Mann zum Paladin zu machen. Möge Innos uns auch weiter den Sieg schenken. Lord André, das hört sich doch gut an. Ja, ich habe den Brief wieder versiegelt, den ich einfach nochmal eingeladen habe. Jupp, dann gucken wir mal. Nochmal eine neue Kutte anziehen hier. Schauen, wie wir da weiterkommen. Ja, an dieser Stelle habe ich mal einen Tag Pause gemacht und mich mal informiert wegen der Betten und all so eine Geschichten. Ich habe tatsächlich, und vielen Dank dafür, von Blackie und von Alain Dufort sozusagen einen Hinweis bekommen, warum ich nicht richtig schlafen kann, warum ich dann sozusagen an Schlaflosigkeit. Ich hab's leide. Und ich habe auch tatsächlich gedacht, das wäre ein Fehler. Und zwar, ja genau, Almanach der Besessenen. Das ist das Buch, was mich vor einigen Folgen besessen gemacht hat. Und das ist auch der Auslöser, warum ich nicht richtig schlafen kann. So, dann werde ich mich erstmal umziehen. Und wie schon gesagt, vielen Dank für diesen Hint, für diesen Hinweis. Wäre ich nie drauf gekommen. Und ich gehe mich erstmal jetzt mal umziehen und zwar gucken, wo haben wir denn die Bootsmannrüstung, weil ich möchte Dandolo ganz gerne erstmal warte auf mich. Oben beim. Ich gehe jetzt am. Gut. Zum leichten Turm. Zum Leuchtturm meine ich natürlich. Zack, geh da erstmal hin. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na gut, dann gehe ich mal los. Geh mal los und ich werde mich auf die Varan-Insel begeben, weil. Ach ja, auch von den Erstellern dieser wunderbaren Mod, ich den Tipp bekommen habe, geh doch zu Julius. Nein, Julius, wie komme ich auf Julius? Ach, wegen gestern. Wulfia ist natürlich dem Magier hier. Hey du. Ein Getränk erwerben kann, welches da heißt Heilung der Besessenheit. Das wollen wir ganz gerne mal kaufen. Und das sollte dann sozusagen die Besessenheit auflösen. Aber wenn wir schon hier bei Getränken sind, dann werde ich ihm erstmal die Tränke der Geschwindigkeit mal alle hier verkaufen. Boah. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Tausch. Dann, Möge Innos allzeit über dich wachen. Herzlichen Dank, Wulfias. Ich werde jetzt mal den Besessenheitstrunk mal trinken. Mal gucken, was passiert. Du fühlst dich... Scheiße, was? Erlöst. Erlöst! Aha, ich war also vorher besessen, jetzt bin ich erlöst. Das ist cool. Hat denn Gernot noch irgendwas, um zu sagen, nee, ich muss ja diesen Brief nach Baldwin bringen. Baldwin? Ja, Balduin? Bald... Oh Gott. Namen. Ja, es gibt natürlich noch jede Menge Nebenquests. Ich will natürlich noch nicht aufhören und zurückfahren. Was könnte man machen? Also Till in Gefahr. Das ist für mich auch eine Gefahr. Aber da habe ich keinen Hinweis. Ich guck mal in eine magische Schrift. Und zwar Corinnes Teleport zum Steinkreis. Im Ritualwald, da wo Daron steht, denn in dieser magischen Schrift, ich glaube, ich spreche es mal auf, Komplettlösung, gab es diesen Hinweis. Ja, also ohne Komplettlösung
würde das hier noch länger dauern. Und zwar hieß es nämlich, in einer alten Höhle, da wo in Gothic 2 der Schnapsbrenner war, und jetzt muss ich echt mal überlegen, wo ist diese alte Höhle? Ich weiß es, hier gab es mal eine. Da würde sich Till aufhalten. Kann natürlich sein, dass ich mich wieder hier völlig verrenne und deswegen zur Orientierung erstmal ausblende und dann euch zeige, wo denn hier die alte Höhle ist. Und vielleicht finden wir dann Till dabei. So, wie das hier aussieht, ist das hier schon mal wieder ein Steinkreis. Also unter Darons Steinkreis ein weiterer Steinkreis. Und die alte Schnapsbrennerhöhle müsste sich eigentlich direkt hier nochmal drunter befinden. Wenn mich nicht alles täuscht. So, hier genau, richtig. Dann müsste doch hier irgendwo... Ja, ach, da ist Till bestimmt. Kann ja nur Till sein. Hi Till, grüß dich. Du hast dich verirrt. Wie kommst du denn auf den Unsinn? Ich verirre mich nie, klar? Komm, erzähl mir nichts. Ich weiß, dass deine Mutter dich sucht. So? Na gut. Ja, ich habe mich verirrt. Aber das war das erste Mal. Und das passiert mir sonst nie. Na klar doch, du hast sonst alles im Griff. Ja, das habe ich. Was willst du hier eigentlich? Na was schon. Dich zu deiner Mutter bringen. Sie wartet auf Onas Hof auf dich. Auf Onas Hof? In Ordnung. Bring mich hin. Moment noch. Wie bist du eigentlich in diese Höhle gekommen? Als ich von meiner Mutter getrennt wurde, haben mich einige Orks verfolgt. Dann bin ich einfach nur gelaufen, ohne zu achten, wohin. Schließlich bin ich hier in dieser Höhle gelandet. Aber wenn du jetzt denkst, dass ich Angst vor denen hätte, irrst du dich gewaltig. Wenn es ein paar wenige gewesen wären, dann... Verstehe. Bist der ganz große Held, klar doch. Du nimmst es mit jedem Ork auf. Hey, sag mal, du willst mich doch jetzt nicht auf den Arm nehmen, oder? Wie kommst du denn darauf? Würde mir nicht im Traum einfallen. Aber jetzt komm endlich. Wir sollten keine weitere Zeit mehr verlieren. Okay. Also Till ist eine weibliche Stimme und ich meine, sie hat einen ganz leichten österreichischen Akzent. Aber nur einen ganz leichten. Dann gehen wir mal hier an die Winde ran. Oh, Erfahrung 400. Ich war also noch nie in der Höhle, nur davor, das weiß ich. Wahrscheinlich bin ich nicht reingegangen vor etlichen Folgen, weil es mir wahrscheinlich dazu voll war vor Monstern, Snappern, weiß der Geier. Guck mal, was es hier alles so gibt. Jede Menge Wacholder. Wacholder. Nein, ich will nicht kochen. Scheiße, jetzt bin ich in diesen österreichischen Akzent verfallen. Kann mir jemand in diesen Kommentaren schreiben? Oder vielleicht Alain Dufon selber? Ja, das war die. Die kommt, ist gebürtig. Ich weiß es nicht. Ich mutmaße einfach mal hier so dumm rum. Ja, ach, hier gibt es noch mehr Wacholder. Wacholder, macht man da nicht Gin draus? Genever. Van Hallas. Ja, ich würde mal sagen... Hier sind Truhen, mache ich gleich auf und speichere erstmal ab hier an der Stelle. So, dann gehen wir als erstes mal an die rechte Truhe, die unverschlossen aussieht. 54 Gold und ein paar Pfeile. Gott, die Hunde da draußen, die jaulen. Die Truhe ist verschlossen, deswegen nehme ich hier einen Kuli und schreibe das auf ein kleines Zettelchen und weiß, dass es schon mal rechts ist. Nochmal rechts. Kürze ich ab. Ja, da war ich zu voreilig mit dem Abkürzen. Das war nur noch eine Kombo und das war's. Aber 350 Gold und hier ein... Was ist das? Pech. Da haben wir jetzt echt mal Glück gehabt. Ja, wir sollen also Till bis zur Rosi... Das ist jetzt blöd. Auf Onas Hof. Ist die, wie weit das ist? Till? Bei Fuß. Komm her. Genau. Hab ich irgendwas vergessen? Egal. Oder soll ich ihn einsperren? Ja, ich geb's zu. In der Komplettlösung stand, Achtung, Till geht oft eigene weite Wege oder eigene Wege. So ein kleiner Querkopf hier.
Deswegen sollte ich mich auch, gab es auch den Tipp, dass man sich da direkt hinbeamen lassen kann, Sternwarte, Großbauer. Das machen wir jetzt auch. Und, ja. Da sind wir wieder. Und dann gehen wir mal zur Rosi, würde ich sagen. Und, ach ja, wir probieren aus, ob mein Besessenheitsspruch... Das war doch schon vorher klar. Mein Besessenheitsspruch jetzt weg ist. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Schlaf eine Runde. Aha! Also nicht mehr dieses... Okay. Dann ist das jetzt auch erledigt. Dann haben wir einen Tag geschlafen. Dann gehen wir zu Rosi. Und Rosi war ja hier drinnen. Und da ist Till. Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, so kann man das überspringen. Clever gemacht. Danke, danke. So, Rosi. Hier ist dein Till. Hey. Brauchst du nicht gleich auf dem Stuhl zu stehen, hä? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Bauer, ach nee, hier ist Till. Ich werde mich da nicht einmischen. So, da wären wir. So, da wären wir. Ja, da ist meine Mutter. Ich gehe dann mal. Von einem Danke hältst du wohl nichts, was? Warum? Was hast du denn schon großartig gemacht? Den Weg hierher hätte ich auch alleine gehen können. Ach, das sah vorhin aber nicht so aus. Ich sagte dir doch, dass ich mich nie verirre. Und jetzt lass mich einfach in Ruhe, klar? Ich glaube, du musst mal deine Nase geputzt bekommen von mir hier. Warte mal. Ja. So, jetzt dürfte Rosi auch... Ich habe deinen Sohn gefunden, ja. Ich habe deinen Sohn gefunden. Da ist ja mein Till. Endlich. Oh, ich danke dir. Ich habe zwar nicht viel, aber das bisschen, was ich habe, werde ich dir gerne geben. Nein, lass mal. Du brauchst es nötiger als ich. Ich habe dir gerne geholfen, auch ohne etwas dafür zu bekommen. Das werde ich dir nie vergessen. Wenn ich mal etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Mach's gut. Das interessiert mich. Ja, siehst du? Alle Leute gucken, dass ich den Till wieder heimgebracht habe. Ist das schön. Ich weiß gar nicht, warum er sich... Dann gucken wir doch mal ins Log. Dann wirft der Till ja... Oh, nee. Der ist noch hier. Ich habe Rosi ihren Sohn... Ich habe Till zur Mutter gebracht. Ich habe Rosi ihren Sohn gebracht. Sie ist überglücklich und wieder zu... Auch wenn ich Till wegen seinem Verhalten nicht besonders leiden mochte, bin ich jedoch jetzt froh, seiner Mutter geholfen zu haben. Ich sollte nun Garrick mitteilen, dass ich Till zu seiner Mutter gebracht habe. Wo ist Garrick? Wo zum Geier befindet sich jetzt Garrick? Oh. Leuchtturm? Das ist alles zu lange her. Brahim. Matteo. Anna. Dora. Na, Alrik. Alrik ist da. Garrick, Garrick, Garrick. Baltram, Koragon. Hier war doch noch einer mit einer Quest. Konstantino. Hey, musste ich da nicht noch was machen? Ne, musste ich nichts. Das ist also lange her. Muss ich mich echt wieder einfluten. Einfluten, Farim, Bruce, Fernando Meldor. Ne, Garrick war nicht am Leuchtturm. Da muss ich jetzt weiter überlegen. Oder sein könnte. Bestimmt in einer Höhle. In irgendeiner Höhle. Oh Mann, da muss ich dann mich auch wieder reinblenden. Bin jetzt gerade hier. Bei diesen beiden lustigen, weiß ich nicht, sehen aus wie fellbezogene Trommeln. Und wenn ich davor stehe, dann heißt es immer, das ist zu weit entfernt. Könnten das eventuell Mühlensteine sein, wie Gothic 3, die man versucht hochzuheben? Ich weiß es nicht. Also da passiert nichts. Ich bin immer noch auf Suche nach Garrick. Vielleicht habe ich ihn hier irgendwo noch zu suchen. Bronco, Bauer, Barbera. Naja, ich... Ach, hier habe ich noch ein paar Leute vergessen. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Nee, die liegen da noch.
Crush Varrock. Ja, ich muss weiter nach Garrick suchen. Moment mal. Also, wenn... Till war ja in der damaligen Version irgendwo hier. Balthasar. Nee, der war in irgendeinem Bauernhof, weiß ich noch. Der war, hatte damals schon so eine schnodderige Schnauze. Da müsste doch Garrick sich an einem Bauernhof aufhalten. Nun weiß ich nicht welcher. Sekob, nee, das ist Sekob. Hm. Also, wie schon gesagt, mein Gehirn schmalt so ganz im Hintergrund. Nee. Ich muss weiter gucken. Ja, es ist so lange her. Ich müsste eigentlich zu Alriks Hof. Da eben war ich bei Sekobs Hof, da ist er nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier Alriks Hof ist. Ich kann mir das nie merken, Leute. Sorry, verzeiht. So, wann haben wir denn hier? Das ist Randolph. Kriege ich dich doch noch. Was? Wieso ein Dit? Hm. Der greift mich einfach so an. Habe ich mit dem noch was offen? Hm. Wieso habe ich denn mit dem noch was offen? Verstehe ich nicht. Randolph, erklär mir das mal. Erklär nicht mir das. Erklär mir das bitte. Liegt er da einfach so rum? Darüber reden wir noch. Ja, ich bitte dich darum. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's richtig gut, Mann. Okay. Die verdammten Orks sind weg und unsere Landarbeiter sind auch wieder da. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Ja, da kannst du wieder reingehen. Weil die ist jetzt, die habe ich ja schon eliminiert. So, mal gucken, was wessen Hof das hier ist. Du schon wieder. Okay. Jetzt will der Bauer mir auch an die Füße. Und ich renne wieder nicht. Also sehr ulkig ist das alles. Da ist Arkiel. Also ist das Arkiels Hof. So, und wieso bist du wieder dabei? Ja, sorry, dass ich euch mal... Kati. Ich habe euch doch alle geholfen. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Ich verstehe das nicht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Darüber reden wir noch. So, Aki, dann erzähl mal. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ja, eigentlich nicht viel. Nur, dass ich Frieden haben möchte. Das ist wichtig. Warte mal. Kati, auch alles okay? Alles in Ordnung? Da fragst du besser. Okay. Muss mal eben kurz zwischenspeichern. Das ist aber lustig, weil einer war noch aggressiv. Weißt du das? Bauer. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Was willst du? Ja, okay. Hey, wie sieht's aus? Das ist ja nur ein Bauer. So. Gucken. Auch noch hier. Gucken. Es kann sein, dass die irgendwie mitbekommen haben, dass ich was geklaut hatte. Aber das Enim. Hey. Enim. Enim hat nichts. So, gucken wir mal hier. Gil. Tunak. Telbur. Wo ist Garrick? Meld mich wieder. Moment mal. Ich meine, das war der Typ, der einfach da so mitten an so einem Weg gestanden hat. Irgendwo so im Wald irgendwo. Da ging es irgendwie so runter. Es war sehr unübersichtlich. Da müsste hier irgendwo einer stehen. Irgendwo hier in der Nähe. Da oben da rechts irgendwie. Ich weiß das noch. Ob der Garrick hieß, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, irgendwo muss das hier sein. Ah, heiß. Kälter. Ich weiß es nicht. Weiß, es war irgendwie, musste ich hier so einen Weg entlang. Ja. Dann war der irgendwo hier mittendrin gestanden.
Da unten ist was. Nein. Shit, das ist nur ein Handweiser. Doch, da steht einer. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ja, er ist es. Puh. So, jetzt muss ich erstmal berichten, dass Till wieder da ist. Ich habe Till gefunden und zu seiner Mutter gebracht. Tatsächlich? Mann, da bin ich aber froh. Wo steckte der Bursche denn? In einer Höhle. Er hatte sich dort vor den Orks versteckt. In einer Höhle? Na, dann hätte ich ja noch lange nach ihm suchen können. Danke, Mann. Du hast mir sehr geholfen. Keine Ursache. In Zeiten wie diesen sollte man zusammenhalten. Wann wirst du nach Adamos zurückkehren? So bald wie möglich. Ich habe dieses ziellose Umherirren satt. Ich habe meinen Eltern schon lang genug Sorgen bereitet. Es wird Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Solange dieser Roche und die anderen Söldner auf der Insel sind und meine Eltern tyrannisieren, habe ich keine ruhige Minute mehr. Gut. Falls ich nach Adamos kommen sollte, werde ich deinem Vater deine Rückkehr melden. Danke. Vielleicht sehen wir uns dort ja wieder. Leb wohl. Mach's gut. Tja, cool. Warum drücke ich jetzt hier nicht das Logbuch statt LM? Gut, wir haben sozusagen erfüllte Missionen geschafft. Till, wo ist Till? Das müsste doch eigentlich jetzt ganz unten sein. Hier, Till in Gefahr. Okay, ich habe Garrick mitgeteilt. Okay. Supi, dann haben wir das auch. Ja, und dann später mit dem verlorenen Sohn, das wissen wir ja, das ist ja der Bürgermeister oder der Dorfvorsteher. Große Frage. Weiter geht es, nachdem ich abgespeichert habe? Ja. Ich werde nochmal hier gucken und für die nächste Folge mal versuchen, noch einige kleine Quests zu lösen, wie zum Beispiel die Teleportsteine. Beim toten Theophil habe ich einen Schlüssel gefunden. Da war ich wohl noch nicht. Dann die Piratenbeute in Jakenda. Da habe ich einen Tipp bekommen, wie ich trotzdem noch das letzte Kreuz ausbuddeln kann. Ja, und ansonsten nur wünsche ich euch noch einen guten Tag. Und erfreue mich hier irgendwie, dass es weitergegangen ist. Ich hoffe, ein Abo und einen Daumen und ein Kommentar. Und ich bin nicht mehr besessen. Tschüss.